Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Let's Play von Spiel Satisfactory. Ja, die letzte Folge. Boah, war die chaotisch, ey. ich habe einen Tag davor, bevor die veröffentlicht wurde, das noch aufgenommen, habe es gerendert, habe es hochgeladen, also habe gedacht, ich habe es hochgeladen, dann in der Früh bin ich aufgewacht, habe gesehen, hochladen hat nicht funktioniert, dann habe ich es nochmal hochgeladen. Währenddessen bin ich logischerweise in die Arbeit gegangen, bin dann spät Nachmittag um genau 17 Uhr nach Hause gekommen, habe dann gesehen, okay, das wurde immer noch nicht hochgeladen, habe es nochmal probiert und dann habe ich es nochmal auf YouTube geschrieben, beziehungsweise auf Facebook, dass die Folge um 18.15 Uhr oder 18.30 Uhr, ich glaube 18.15 Uhr war es genau, kommt und da ist sie dann auch veröffentlicht worden. Und ja, bisschen chaotisch. Eieiei. Ja, offscreen habe ich ein bisschen was gemacht. Und zwar hier diese Strecke habe ich ein bisschen anders gemacht, wie es eigentlich vorher war. Ziemlich gerade. Hier oben ist dann so eine leichte Rechtskurve und dann ungefähr hier endet das Ganze. Also ziemlich genau. Hier vor diesem kleinen See, also ungefähr hier. Die Strecke geht hier so gerade rauf. Und dann ist hier so eine Rechtskurve und dann war es das. Die Strecke wird dann auch, schätze ich mal, über den See drüber gehen und dann demnächst dann irgendwann mal hier rauf. Aber ich will erstmal hier den anderen Teil hier hinten bauen. Ich habe schon mal angefangen, schon mal weitergemacht und ist wirklich cool geworden. Gefällt mir echt gut. Bisschen geschwungen, darf es ruhig sein. Immer gerade, sieht ja auch langweilig aus. Auch hier die Höhenverhältnisse passen einigermaßen. Ja, der Zug fährt einmal nach links, einmal nach rechts. Ein paar Kurven halt, darf auch sein. Und jetzt sieht man schon das größte Problem. Da unten wäre die Anschlussstelle. Da vorne steht der Zug. Nee, also das funktioniert nicht ganz. Und deswegen werde ich das Ganze komplett anders bauen, so wie ich es in der letzten Folge auch schon prophezeit habe. Und zwar, ich fahre mit den Gleisen hier an diesem Berg entlang. Mal schauen, ob ich hier durch diesen Bogen durchkomme. Das wäre cool. Wenn nicht, dann fahre ich hier links vorbei. Und dann werde ich die Gleise... Mal schauen, also wegen der Höhe. Es geht immer um die Höhe. Halt, genau, die Gleise gehen hier entlang. Das wäre dann kurz mal halt. Genau, hier ist es richtig. Und da vorne wäre das theoretisch das lange Gleis. Nee, nicht theoretisch, sondern praktisch. Und da könnte ich auch anschließen. Ja. Ich werde jetzt ein paar Bauabschnitte unterteilen. Also einmal hier den Abschnitt habt ihr jetzt gesehen, wie es hier so entlang geht. Okay, passt schon. Und dann der nächste Abschnitt wäre dann, sage ich mal, pauschal ja, bis zu diesen Felsen oder hinter diesen Felsen. Und dann, ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich da beim Felsen angekommen bin mit den ganzen Gleisen. Denn das dauert unheimlich lange. Habe nicht gedacht, dass es so lange dauert, aber ja, gute Arbeit braucht Zeit, heißt es ja. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da vorne angekommen bin. So, gesagt, getan. Ich bin nun bei diesem Felsen, bei diesem kleinen Berg angekommen. Hier die Strecke geht auch relativ, ja, gerade, sag ich mal. Da vorne sind ein paar Bögen und hier geht es dann wieder schnurgerade bis hierher. Und wenn man jetzt hier mal rüber schaut, dann sieht man hier... Hier sieht man die andere Strecke, aber ich will gar nicht so weit vor, sondern eher... Ja, Tendenz... bitte warten, halt, warum geht es jetzt nicht weg, weil... Okay, das war auch neu, was jetzt? Ah, okay. okay, ein Bug. Oder stellen wir einfach mal so hin, wie die Gleise sind. Also die Gleise schauen jetzt in diese Richtung. Ich stehe jetzt hier. Die Gleise, die verlaufen. Sekunde, kurz orientieren. Da ist mein Zug, da ist der Bogen. Hier geht die Strecke entlang. Dann kann ich theoretisch, oder ich werde,
hier so einen Bogen machen, hier an diesen Felsen vorbei und dann Kerzen gerade hier so rüber und dann hier irgendwie anschließen bei dieser Gleisen. Genau, das werde ich auch machen. Und hier vorne, wo mein Zug jetzt steht, okay, sieht man schon gar nicht mehr, was so weit weg ist. Obwohl, doch, sieht man, bitte warten. Hier, das da, das werde ich dann abreißen. Das macht hier nämlich gar keinen Sinn. Ich könnte vielleicht nochmal eine Schleife machen, da drüben anschließen, aber nee, das macht keinen Sinn, das macht überhaupt keinen Sinn. Genau, ich werde jetzt quasi hier so rechts entlang an diesen Felsen vorbei. Boah, wenn es nicht so ruckeln würde, wahrscheinlich wegen dem Wasser, schätze ich mal, ruckelt das so. Genau, fahre ich an diesen Felsen vorbei oder oben drüber. Die Abschlussstelle da oben, die habe ich schon geholt. Nicht geholt, gelootet meine ich. Genau. Hier sind meine Gleise, obwohl von der Höhe her könnte ich hier drüber kommen. Oder auch hier drüber. Und dann hier, wo die Palmen sind, dann geht es da quasi kerzgerade hinter und dann werde ich dann irgendwie das da hinten anschließen. Ja, das kann noch mal eine Weile dauern, denn der letzte Abschnitt, also quasi hier die Strecke runter, hat ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden gedauert. Denn ich will es ja wirklich perfekt machen. Also bis hierher meine ich, nicht bis daher, bis hierher. Und ja, jetzt werde ich hier mal die Strecke hier vorziehen bis, bis zu diesen Palmen da. Mal schauen, ob ich es irgendwie schaffe, ob ich da einigermaßen auf die richtige Höhe komme. Denn da vorne die Gleise, die quasi hier die Strecke von da nach da geht, diese Strecke meine ich, die sollte einigermaßen auf der gleichen Höhe sein wie die Gleise, wo dann hier ankommen. Denn es macht keinen Sinn, wenn ich hier, weiß nicht, 10 Meter höher bin, dann kann ich mir hier das Gleisdreieck sparen. Genau. Ich höre schon wieder einen Zug. Ist ein Zug unterwegs? Ja, hier kommt ein Zug. Linie 2. Ja. meine Strecke geht momentan von hier entlang. Hier so drüber und bis daher. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich dann hier angekommen bin, an dieser Ecke von dieser größeren Berg, und dann ist eh nicht mehr weit bis zum Speicherfreeze. Natürlich ist es nie weit. Speicherfreeze ist immer eine Griffweite entfernt, meine ich. Hier sieht man die Strecke, genau, hier vorne ist die Strecke. Also es ist noch wirklich ein gutes Stück hier zu bauen, aber das wird dann alles relativ gerade. Genauso gerade, wie der Zug gerade fährt. Und der Zug macht dann hier schön eine Kurve, schön langgezogene Kurve. Ja, sieht man auch, wie schön langgezogen das ist. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann, wie gesagt, wieder ein kleiner Cut. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und wieder gute eineinhalb Stunden später sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe wirklich die Strecke nochmal umgebaut, denn vorher gingen die Gleise ja hier vorbei an diesem Bogen. Und ja, das ging dann irgendwie mit der Höhe hier nicht aus, weil ich dann jedes Mal hier gegen diese Brücke gefahren bin und hätte dann wieder ein gerades Stück reinmachen müssen. Aber ich habe das dann einfach ein bisschen weiter rüber gezogen, damit habe ich halt wieder Höhe gewonnen. Da war absolut... sicher, dass es funktioniert, und wie man sieht, hat es auch funktioniert. Hier fährt der Zug dann ganz gemütlich durch diesen Bogen, wenn ich hier den Zug mal hinstelle. Achso, Signalisatoren, ja. Okay, genau, hier passt auf jeden Fall der Zug durch. Wenn man schaut, von der Höhe passt er ganz leicht hier durch. Auf der drüberen Seite logischerweise auch, weil hier die drübere Seite ist etwas höher. Und das passt, würde ich sagen. Ganz kleines Problem, aber das kann man lösen. Die Strecke geht hier runter, dann hier wieder ein kleines Stück gerade weiter. Und da unten habe ich aufgehört. Aus folgendem Grund, weil, das seht ihr gleich, wenn ich da drüben oder da unten angekommen bin.
Bitte warten, bitte warten. Genau, vorne sieht man einen Zug. Welcher Zug war das? Mit zwei Waggons. Achso, für Computerfabrik, passt schon. Wenn ich jetzt hier bin und hier rüber schaue, sieht man hier die Gleise. Und man sieht auch, dass ich fast, also wirklich fast schon auf der richtigen Höhe bin. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal nicht weiterbauen, sondern ich werde da drüben beginnen, die Schienen bzw. Gleise, das Gleisdreieck aufzubauen und dann hier irgendwie herzuleiten. Deswegen habe ich auch hier einen Signalisator im Inventar. Setzen wir dahin. Schauen wir hier rein. Genau. Das heißt, hier muss ich hinbauen. Machen wir ganz spezielle Farbe weiß. Okay. Da sieht man nicht mal das Signalisatoren, Symbol. Ich komme hier nicht vorbei. Und ja, dann weiß ich quasi, dass ich hier herbauen muss in diese Richtung. Und werde jetzt mal da drüben beginnen, wie gesagt, die Gleise zu errichten, das Gleisdreieck. Und dann geht es auch hier in diese Richtung. Wenn man hier im Inventar reinschaut, ich habe nicht mehr so viel, halt, das kann wegschmeißen, brauchen wir nicht mehr. Ich habe noch 45 Stahlträger. Ja, das ist doch ein bisschen wenig. Wie machen wir das? Ja, ich habe einen Bauzug, genau, das steht irgendwo da hinten. Irgendwo da hinten, ja, irgendwo da hinten. Wo steht er denn? Bauzug, genau da. Luftlinie einfach hier so rüber springen. Dann werde ich hier das Gleisdreieck mal abreißen, denn das brauche ich ja nicht mehr, das macht keinen Sinn. Dann habe ich auch wieder Ressourcen im Inventar und dann, wenn die Ressourcen immer noch nicht reichen, dann nehme ich es aus dem Bauzug und werde dann, wie gesagt, da vorne das Gleisdreieck errichten und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann hier die letzten Meter oder, nee, wenn ich das Gleisdreieck fertig habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Genau, und dann geht es zum weiteren oder zum nächsten Bauabschnitt. Genau, also bis gleich. So, hi Leute, willkommen zurück. Ja, nächster Tag ist für mich schon angebrochen, für euch war es nur ein Wimpernschlag und man sieht hier ein schönes, großes Gleisdreieck. Ja, so kann man das nennen. Hat mir jetzt ja wirklich ein paar Stunden gekostet. Ja, war doch nicht so einfach, denn immer wieder war der Kurvenradius zu niedrig, also die. Ja, wie soll ich sagen, ich hätte einen schönen großen Bogen immer gern gehabt, aber es ist doch nicht so einfach, denn die Gleise sind auch nicht unendlich lang, sonst wäre es ja wieder einfach, aber so passt es schon. Genau, und da das Ganze ja nicht ein rechter Winkel ergibt, sondern dieser Winkel, also wenn man diese Linie jetzt hier weiter vorzieht, ist das da mehr als 90 Grad, sind glaube ich 100 Grad oder sowas, müsste es sein. Und auf der Seite sind es dann ja weniger wie 90 Grad und deswegen ergeben sich auch so ja, zwei verschiedene Kurvenradien. Genau, jetzt bin ich hier und werde dann jetzt die Strecke, halt ich drehe mich mal um, ich stelle mal so hin, wie die Gleise verlaufen, etwa so. Und werde jetzt das letzte Gleis von hier zu den einen Signalisator 353530 35635 bauen und dann ist hier der erste Gleisabschnitt schon mal beendet. Dann kann ich von hier unten hier rauf fahren bis ja bis zu diesem kleinen See und dann fehlt nur in Anführungsstrichen nur noch die Strecke von hier rauf. Wird mir wahrscheinlich noch mal ein paar Stunden kosten. Aber alles muss seine Richtigkeit haben. Ich hätte natürlich auch weiter drüben hier nochmal nach Bauxit scannen können, denn ich denke, Bauxit gibt es nicht nur hier oben auf diesem Plateau, sondern bestimmt auch irgendwo hier in diesem Gebiet. Ich habe eben noch nicht da gescannt, aber ich nehme diese Herausforderung gerne an, hier irgendwie eine Strecke raufzubauen, denn dann ist das Ganze schon mal erschlossen und muss nicht mehr erschlossen werden. Genau, passend hier zum nächsten Cut, würde ich sagen, kommt hier der nächste Zug. Das ist der Quarzoszillatoren und Computer Zug.
Genau, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier das letzte Teilstück der Strecke angeschlossen habe. Also, bis gleich. So, es ist vollbracht. Ich kann selbst kaum glauben. Ich habe es doch mal irgendwann mal geschafft. Ja, hier hinten ist das Schienendreieck, das ich euch gerade gezeigt habe. Und jetzt geht die Strecke hier vor bis hierher und dann geht es hier nach oben. Und ja, den restlichen Streckenverlauf kennt ihr ja. Ich habe hier bis zu dieser Brücke oder Felsbrücke, wie man es auch immer nennen will, habe ich diese Stützen schon mal reingemacht. Ich werde natürlich ein anderes Design wieder wählen, weiter hinten, wo die Schienen am Felsen oder an der Felswand entlang laufen. Dann werde ich wieder so eine Stütze einbauen, wie in der Folge. Fast alles hat funktioniert oder so ähnlich ist die Folge. Aber egal, ich baue einfach mal da hinten ein bisschen die Stützen ein und dann zeige ich es euch, was ich da gemeint habe. Und ja, werden mich da ein bisschen austoben mit den ganzen Stützen, denn es wird doch ein bisschen mehr Arbeit als geplant. Und ja, bis gleich. So, ich will euch mal ganz schnell zeigen, wie ich diese Stützen baue. Und zwar oben ist ja diese schräge Foundation, die ich immer stehen gelassen habe. Dann setze ich hier eine, das ist die auf das 7, die 2 Meter Foundation hin. Dann eine 4 Meter Foundation dahinter und dann geht es alles so schräg nach unten, beziehungsweise da ganz hinten. Ne? Sieht man jetzt auch nur schlecht. Ist dann so eine schräge Rampe. Das Ganze habe ich hier zweimal hingemacht, denn hier ist oben ein gerades Stück drauf. Und auf der Seite sieht man es natürlich noch besser, damit hier damit die Kraft hier in den Felsen abgeleitet wird. Okay, ist eigentlich völliger Schwachsinn, denn es gibt keine Schwerkraft, also in dem Sinn, oder keine Zugkräfte oder irgendwas im Spiel. Ich mache es einfach so, weil es ja dann realistischer aussieht. Und ja, hier ist der Bauzug, Bauzug, Bauzug. Und hier will ich es euch mal schnell selbst nochmal zeigen. Also hier eine kleine Foundation, dann eine große dahinter, dann nochmal eine große dahinter. Okay, dann bleibt hier nicht mehr viel übrig. Hier nochmal so eine schräge Foundation, es passt soweit. Hier ist auch nicht so viel Platz. Ich gebe hier mal eine Etage tiefer. Dann sind wir hier. Kann ich die jetzt da nicht hinsetzen? Jetzt geht doch. Dann habe ich auf der 5 habe ich diese Rampen. Bloß jetzt irgendwie einen Punkt finden, wo man hinbauen kann. Genau so her, dann mache ich das wieder weg. Setze hier wieder eine Rampe hin und da eine Rampe und hier eine Rampe und schon ist es hier fertig. Ja, relativ einfach. Muss bloß wieder irgendwie raufkommen. Jawohl, geht doch. Hier vorne wird es dann etwas komplizierter, oder? Nö. Hier nicht unbedingt. Überspringe mal die eine, gehe gleich zu der nächsten. Da zeige ich euch das auch nochmal. So. Dann hier eine Foundation. Dann stelle ich mich hier an die Kante hin. Dann kann man normalerweise auch hier runterschauen. Jawohl, geht sogar. Sehr schön. Dann setzen wir hier wieder so eine Rampe hin. Dann kann man hier wieder so. Jawohl, es geht. Na. Jawohl. Dann hier so. Und wieder so. Irgendwo müssen ja diese extremen Kräfte ja hingeleitet werden. Genau so. Hier geht es wirklich weit runter. Ja, das war's erst einmal hier. Den Rest mal dann von unten, oder? Geht das? Sekunde. Hier sind wir mit der Foundation. Dann fehlt hier eine. Fehlt. Ah, immer den Snap-Punkt finden. Genau hier. Hier. Und da. Hier geht es weit runter. Hier geht es sehr weit runter. Hier ist auch die eine Höhle, wo
das Gift ist. Dann kann man hier nochmal und da nochmal. Okay. Scheint sehr massiv zu werden oder sehr stabil, sagen wir es mal so. Dann hier wieder irgendwie anknüpfen. Jawohl. Und jetzt das Ganze schräg machen. Oder mit den Treppen mache ich das immer gerne. Die verleihen dem Ganzen nochmal so ein bisschen Stabilität. Kann hier nochmal was hinsetzen. Geht nicht. Ja, wenn ich es abreiße, dann. Achso, da ist schon ein Berg drin. Okay, okay. Alles cool. Alles cool. Dann geht es hier weiter nach oben. Da sieht man mal, welche Höhe das ist. Wie weit es rauf geht. Jawohl. Das war der letzte. So sieht das von der Seite aus. Ja, wie kommst du wieder rauf, ist es die Frage. So, mit meinen Teleportationskräften bin ich natürlich hier 0,nix wieder raufgekommen. Hab natürlich beim Raufkommen oder beim Hochkommen hier das auch wieder beendet. Hier diesen Bauabschnitt. Auch der Pfeil ist fertig und der schaut schon mal richtig massiv aus. Der ist natürlich hier im Felsen gut verankert, also kann der auch nicht hier wegkippen. Und die Züge sind auch nicht so schwer. Genau, ich würde mal sagen, ich mache mal hier die restliche Strecke fertig mit den ganzen Pfeilern bis ganz nach oben. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Dann fahren wir nämlich zum ersten Mal mit dem Zug von ganz unten von den Weichen bis ganz nach oben. Also bis gleich. So, die Strecke ist endlich fertig, zumindest der erste Bauabschnitt bis zu diesem See her ungefähr. Und den Bauabschnitt will ich euch jetzt mal schnell oder in aller Ruhe, sagen wir es mal so, zeigen. Wir fahren hier quasi am Gleisdreieck hier rechts weg. Alles immer noch relativ gerade. Gehen wir im Fotomodus. Sieht man das Ganze besser. Mit meinen drei Waggons geht es jetzt hier nach oben. Die erste Steigung, beziehungsweise ist alles eine Steigung. Überall habe ich diese Stützen eingebaut. Sieht auch ganz gut aus, finde ich. Also hier bücken oder hier ducken, wir gehen in den Bogen. Und jawohl. Sehr schön. So gefällt mir das. Kleine Ruckler zwischendrin, aber ist okay. Ist okay, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir hier in den grünen Bereich wieder. Alles schön grün. Okay, etwas nebelig und grün. Und ja, das war's eigentlich schon. Hier ist Endstation. Ich bremse mal hier ab. Das reicht doch erst einmal für den Anfang. Genau, Fotomodus wieder beenden, aussteigen. Und was ist eigentlich unter diesen Felsen? Halt, Sprengstoff. Kann ich so weit werfen? Geht das so? Oh. War zu weit. Aber der könnte treffen. Nein, gibt's doch nicht. Ich schmeiß immer zu weit. Volltreffer. Ah, eine Elektroschnecke. Okay. Ja, nee, war es nicht unbedingt. Ja, die Gleise gehen dann von hier. Oh Gott, ich muss erst mal schauen, wo die entlang gehen. Hier war da ein Felsen, wo oben irgendwie Uran drauf war. Und irgendeiner von diesen komischen Wächtern, die Feuer spucken können und so. Und mein Gleis geht dann. Hier irgendwie da so durch. Irgendwas blinkt da hinten, ne?
Ah, der Weltraumlift. Genau, das ist der Weltraumlift. Genau. Genau, hier gehen dann die Gleise irgendwie nach oben. Hier die Distanz müsste eigentlich, eigentlich auch ausreichen, wollte ich sagen. Dass ich irgendwie von hier dann da ein schönes Gefälle rauf bekomme. Und wie baue ich das am besten, wenn ich nicht weiß, wie es da oben ausgeht? Ganz einfach, ich baue das wieder von oben nach unten. Natürlich werde ich erstmal hier diesen Teil ein bisschen nach vorne ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, reicht das einmal. Dann setzen wir hier vorne nochmal diese dicken Foundations hin. Dort ein Schilf oder irgendwas, ja. Anscheinend. Dieses Grünzeug ist immer da, wo im Weg ist. Einmal, zweimal, dreimal. Jawohl, sehr schön. Und dann geht's von hier wahrscheinlich nach oben. Oder auch nicht. Muss ich mal schauen, wie das dann ausgeht. Hier ein Gleis anschließen. Zack. Und hier machen wir das gleiche. Halt erstmal da drauf steigen. Da sieht man genau, wo man das Gleis hinsetzt. Daher oder daher? Nee, daher. Oder? Ist das schief? Oh ja, das ist schief. Das ist schief. Aber sowas von. Jetzt. Jetzt ist es gerade. Genau, sehr schön, sehr schön. Ich habe auch noch vor, ein weiteres Gebiet hier mit einzubinden. Ne? Und zwar hier unten. Hier irgendwo, hier gibt es noch Öl. Und Öl kann man immer gebrauchen für alle möglichen Sachen. Und das werde ich auch gebrauchen. Deswegen haben wir gedacht, wo ich jetzt bin, also hier, werde ich auch hier irgendwie so ein Gleisdreieck über den See bauen. Und dann geht hier die Strecke von hier quasi hier entlang und dann hier runter und dann quasi hier so kerzengerade oder irgendwie so schräg hier am Ufer entlang. Hier hinter dem Berg oder vor dem Berg übers Wasser, das weiß ich jetzt eben noch nicht. Aber das Gebiet wäre auf jeden Fall auch mit ein. Mitnehmen oder mit einbeschließen. genau, weil wenn ich jetzt hier schon einen starken Zugverkehr habe und der Zug dann wieder hier auf dem Weg ist und ich reiße eben da die Gleise weg, weil die Weiche irgendwie nicht passt, dann kennt sich der Zug nicht mehr aus und ja, obwohl die Schnecke könnte ich ja jetzt mal schnell holen, geht das? Schnecke. Hä? Was für komisches Wasser. Ich kann unter Wasser laufen. Oder auf dem Wasser laufen ist natürlich noch besser. Ja, jetzt haben wir eine weitere Schnecke und weiteres Grünzeug habe ich auch dabei. Brauche bloß mal hier einen Zug reinschauen, dann sieht man, was ich da alles so gesammelt habe. Halt, nicht da rein. Entschuldigung, Entschuldigung. Erster Waggon, nee, zweiter Waggon, jawohl. Halt, da rein, da kommt das rein, kommt das rein. Das kann rein. Ja, der andere Waggon ist schon voll mit lauter Zeug, was man nicht braucht. Ja, dann würde ich mal sagen, halt, da war noch was. Genau. Jetzt passt. Ja, dann würde ich mal sagen, war es für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Satisfactory. Also macht es gut, bis dann. Ciao.